Es ist zwar schon wieder Donnerstag, aber Lars Paulsen muss sich momentan noch von seinen letztwöchigen Niederlagen erholen. Deswegen haben wir die besten Künstler, Designer, Illustratoren dieser Firma zusammengeholt, um ein fantastisches Spiel zu spielen, nämlich Gartic Phone. Das kombiniert ein bisschen Montagsmaler und eine Zoom-Konferenz, das Best of Both Worlds quasi. Und ich freue mich sehr, mit ganz vielen fantastischen Teilnehmern und Teilnehmerinnen heute hier dabei zu sein. Unter anderem Johanna. Hallo. Mara ist dabei. Hallo. Valentin. Guten Abend. Fabian Krane natürlich. Hey, Leute. Hey, und Wirt ist dabei. Ich glaube, man sieht euch. Ich kann euch gar nicht sehen, aber ich weiß grob, wie ihr aussieht. Flotin, wir haben uns heute auch schon gesehen. Das heißt, stell dir das einfach vor. Du hast dich seitdem nicht stark verändert, hoffe ich. Nein. Fabian, du bist unser Spielexperte. Du kannst mir erklären, wie funktioniert Gartic Phone? Was müssen wir machen? Wann müssen wir lachen? Okay, pass auf. Es gibt eine Lachgarantie bei diesem Spiel, das ist schon mal gut. Das liefert der Entwickler gleich mit und es funktioniert folgendermaßen. Es ist eine Mischung aus Montagsmaler und Stille Post, ja? Jeder von uns denkt sich gleich einen Satz, eine Situation aus, ja? Zum Beispiel, Johanna und Florentin treffen sich auf eine Partie Mühle. Das wäre zum Beispiel eine Situation, ja? Und dann, das machen alle, und dann werden diese Sätze wild verteilt. Und alle müssen ein Bild zu diesem, zu ihrem Satz, den sie gerade zugelost bekommen haben, malen. Anschließend wird das Bild wiederum weiter verlost. Und dann muss sich der Nächste oder die Nächste wieder einen Satz ausdenken. Und das geht immer so weiter, bis alle einmal durch sind. Und dann gucken wir uns das in der Reihe an. Dann haben wir so eine kleine Geschichte und gucken, wo am Anfang die Situation war und was am Ende draus geworden ist. Okay. Das ist es. Das klingt nach sehr viel Fun. Ich glaube, wir waren alle schon mal dabei, oder? Außer Valentin und Mara war auch noch nie dabei. Ich habe noch nie gespielt. Oder? Okay, alles klar. Bin ich sehr gespannt. Von Wirt halte ich sehr, sehr hohe Stücke. Der hat beim letzten Mal sehr niedliche Tierchen gezeichnet. Von daher, mal gucken, wie es läuft. Wir sagen, wir fangen einfach mal an und gucken uns das Ganze an. Oh, es geht schon los direkt. Alles klar. Erstmal muss man einen Satz schreiben. Und diesmal hörst du uns. Okay. Also sag nicht das, was du schreibst oder was du zeichnest. Okay. Zeichnet jetzt schon jemanden? Ich habe eine englische Tastatur. Ich weiß nicht, darf man Wörter googeln, um die Rechtschreibung zu kontrollieren? Nee, die Rechtschreibfehler müssen mitgezeichnet werden. Okay. Alles klar, gut. Aber es sollen schon emotionale Sätze sein, ne? Also wo man wirklich eine Geschichte erzählen kann. Ich liebe das. Vor allen Dingen, wenn es gleich klingelt. Das mag ich besonders gern. So, dann schön auf fertig. Da ist es. Und ab geht's. Okay. Aber lassen wir uns alle so viel Zeit, wie der Timer ist? Oder, oder versuchen wir es so schnell, wie es geht, zu machen? Jetzt, der Timer läuft ab, ja. So, nein, jetzt. Lass uns mal Zeit. Nein, ich habe jetzt rausgefunden, weißt du, wann der Timer abläuft? Erst, wenn alle, wenn ein gewisser Anteil abgeschickt hat. Dann wird's erst ernst. Glaubst du? Ach so. Nee. Ich glaube, das ist hier so nicht eingestellt. Nee. Wir machen hier die harte Variante. Okay. Keine Gnade. Jetzt geht's nur noch ums Zeichnen. Und wie sind die Regeln? Also man darf nichts schreiben, ne? Dazu hatten wir uns mal geeinigt. Aber Buchstaben sind okay. Buchstaben sind okay? Okay, Buchstaben, aber keine Wörter, oder wie? Das ist, ich sehe schon, das gibt so viel mehr Streit. Ja, warte mal, stopp. Was ist das dumm? Oh Gott! So. Und jetzt müssen wir natürlich ein bisschen kreativ sein. Das ist der schwierige Teil. Das Gute ist, wir können erstmal entspannt reinkommen. Bei dem innovativen Sender Rocket Beans TV, wo doch es eine Grundvoraussetzung ist, dass man kreativ ist, Florentin, oder? Ja, rein theoretisch schon, aber ich habe über die Jahre hinweg meine gesamte Kreativität auch ausgeschöpft und hier abgelassen sozusagen. Das ist das Dümmste. Das ist so dieses Klassische, wo man einfach viel zu tief anfängt und dann nicht mehr klarkommt. Ah, das ist viel zu abstrakt. Das ich habe viel zu abstrakt. Es ist perfekt. So. Ja, vergiss es. Fabian ist sehr zufrieden, Florentin sehr unzufrieden. Extrem unzufrieden. Ich bin so zufrieden.
Oh mein Gott. Das ist aber auch ein gemeiner Satz. Also wirklich, das, also wer auch immer den geschrieben hat, der erwartet einfach zu viel von mir. Der hat zu hohe Ansprüche. Viele Scheiße. Die Farbe kriegt. Ja, verkünstelt euch nicht. Farbe? Aber Mara kommt wieder mit Farbe. Ich mache hier so einen Farbverlauf. Mara hat eine Kunstmappe einmal abgegeben. Also ich erwarte richtig viel heute. Okay. Ja, aber ich kann ja nur Kröten malen. Das ist das Problem. Warum nur Kröten? War monothematisch. Weil da nur Kröten in der Mappe waren. Ab jetzt alle Sätze müssen Kröten enthalten. Kommt mir doch mal ein bisschen entgegen. Ich sag euch doch, was ich gut kann. Man hat viel zu wenig Zeit. Ich finde, man hat viel zu viel Zeit. Ja, nee, viel zu wenig. What the fuck ist das? Ah, ich weiß, was es ist. Ah, das weiß ich doch. Oh, das ist ein Kranebild, was ich bekommen habe. What? Ah. Ey, hört ihr meine Tastatur auch so laut? Ja. Wie ich meine höre? Fuck, ey, da kann man fucking Sketch draus machen, wie damals. Diese. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, scheiße. Manchmal braucht man so wenig, um so viel zu kommunizieren. Ne? Also Bilder sagen mehr als 100 Wörter. Gott, ich habe komplett mich verschrieben. Ach Gott. Ah, oh, sehr schön. Okay. Oh, jemand hat auf jeden Fall einen ähnlichen Gedanken wie ich. Das finde ich schon mal gut. Ich hasse Formen, die man nicht mit einem Quadrat machen kann. Vor allem ich. Ja. Wie googeln? Ach so. Was woher wisst ihr, dass ich google? Wir greifen deinen Bildschirm ab, daher vielleicht. Die Geierregie wieder. Die Geierregie. Was googelst du denn? Vor allem, ich glaube, ich wäre viel besser darin zu raten, von wem der Satz kommt, als ihn zu malen. Ah. Ja, oh, ist das mal eine Show? Geht das wieder los? Ist das eine Show auf Rocketbeam TV? So, jetzt muss ich clever sein. Jetzt muss ich richtig. Kann man Formen kopieren? Sein. Nee, ne? Also Sachen, die man schon gemalt hat, einfach duplizieren. Niemand weiß, wofür diese ganzen Symbole da an rechts wirklich gedacht sind. Okay, ich hab so einen Satz, da muss man sich schon auch fragen, kann man Ebenen machen? Das wäre nicht Level. Kann man einfach Photoshop reinzimmern? Das wäre geil. Sie so ein Writepad anschließen, so ein richtiges, wo man so, wie als hätte man einen Stift in der Hand. Sowas. So, und jetzt. Gott, was? Oh nein! Oh, jetzt ist alles blau. Jetzt ist alles blau. Warum? Es gibt rückgängig. Hast du zugesagt? Ganz ehrlich, es gibt rückgängig, wenn es das mal im Leben gäbe, ne? Das ist dumm. Ja, ich kann das nicht besser machen, das ist fertig. Scheiße. Okay. Fuck it. Fuck it. Abfahrt. Ab damit. Irgendwann muss man die Mappe auch abschicken, so. Du kannst sie nicht verkünsteln. So. Das ist wie eine Klausur. Ich verschlimm besser eigentlich das mal. Ja. Bitte nichts mit Beinen, wenn es geht. Bitte keine Begriffe mit Beinen. Beziehungsweise am Ende hat man halt nur noch die Chance, dass man irgendwo es noch abgucken kann. Sonst. ich mach verbessern tut man nichts mehr. Eventuell kann man noch irgendwo abgucken, aber ansonsten von selber kommt man auf nichts mehr. Kann man hier abgucken? Oh Leute, ihr werdet nichts von mir checken. Hör auf zu googeln, Florentin! Florentin! Was machst du? Guck dir den Stream. Okay, sorry. Dann fliegst du hier raus. Bitte was? Ey, das ist nicht machbar. Das Zeichen in der Mitte sollte verboten sein. Das hat nichts in der Erklärung zu suchen. Oh, ich weiß es! Eieiei. Ei, ei. Oh, shit. Wow. Ach, du meine Güte. Ach, du meine Güte. Nee. Ich habe mir extra vorgenommen, heute mal ein bisschen mehr mit den Werkzeugen zu arbeiten. Ich habe mir vorgenommen, ein bisschen weniger damit zu arbeiten, weil es sonst immer. Ey, das ist mega geil. Ja, scheiße.
Also ich weiß offenbar, wie die wichtigsten. Ich weiß, kenne grundlegende Dinge, kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wie manche Sachen aussehen. Ich glaube, das. Ja, das geht mir ganz genauso. Ich kann nicht, ich habe nichts in meinem, ich habe das nicht. Ach so, und deswegen googelt er auch die ganze Zeit. Ja, was heißt? Wie sieht denn eine Pizza aus, so eine allgemeine? Was denn? Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ihr seid solche Petzen, wirklich. Die Regie war mal cool. Ihr wart wirklich mal cool. So. Okay, jetzt benutze ich auch mal so ein Werkzeug. Das hier wird großartig. Nein! Ja, scheiße. No. Okay, wir machen eine Form dazu. Nein! Oh, nur eine schöne Form. Haben wir Zeit? Irgendwo ist hier offen. Oh Mann. Oh Gott, oh Gott. Es ist. Hat er doch auch noch. Es ist ein Abgrund, der sich da auftut. Ebenen. Keine Chance, keine Chance. Keine Chance. Absolute Katastrophe. Mann. Da waren aber auch für eine erste Runde waren da aber auch echt komplexe Sätze dabei. Da muss ich auch mal kurz als Feedback an euch geben. Chillt mal ein bisschen. Also mein Satz am Ende bestand aus zwei Wörtern. Also da war gar nichts Komplexes mehr dabei. Wir gucken mal, was wir sehen. Los. Abgeben, das wird nix. Ach, ich habe ein Wort völlig falsch gelesen, ich Vollidiot. Das genaue Gegenteil gezeichnet. Oh Gott. Oh boy, oh boy, oh boy. Ja, das war gar nichts. Okay, gucken wir es uns an. Ja, gut, aber Valentin ist auch einer, der sagt immer, oh, das war schwierig. Und dann kommen da so gestochen scharfe, perfekte Bilder. Nee, ihr werdet nichts von mir raffen. Ich starte. LMG Senf-Spezial gewinnt den Grimme. Oh, ich hör's doppelt gerade. Ja, ja, ja. Guckt euch das an! Nice, stark. Was? Stark, Valentin. Stark, Valentin. Richtig stark! Ey, das Grimme-Logo ist original. Oh, geil. Ja, wenn ich ein Logo kenne, dann das. Wirklich? Ich habe einfach nur ein G geschrieben, das muss reichen. Burschen testen selbst. Ey, aber sehr, sehr gut. Ja. Ey, das ist ein Home-Run, Johanna. Das ist ein Home-Run. Also damit kann man jetzt nicht sagen. Da wurde viel gemeckert im Vorfeld, aber darüber war das Ergebnis tippitoppi. Ja, man erkennt Florentin sogar. Stimmt. Senf ist kein Haustier. Ja, das wäre mal das. Sehr, sehr monothematisch heute. Woher soll ich das? Sag mal, ihr habt doch einen kompletten Schaden, oder? Eine schlechte Bewertung ist nicht gleich Rekord. Ja, was? Wo? Das ist doch was soll das sein? Wo ich hab dann... Was ist das denn? Guter Fuck. What the fuck? Ja, sorry, ganz kurz zur Erklärung, wie unglaublich abstrakt das ist. Eine schlechte Sternebewertung ist nicht dieses Wesen. Was soll da rauskommen? Ich habe keine Ahnung, was das Linke erstmal sein soll. Sorry, aber wie? Schlechte Bewertung? Ein B, ja, für mich ist B eine 2 ist schlecht für dich. B steht für bad. B ist eine 2. Nee, wirklich. Also, wie jetzt. Ey, das ist original, das Bautzener Blau. Jeder kennt es, das Bautzener Blau. Und Rekorn für mich wäre es eine Ameise. Aber Johanna, das ist ein Traum. Johanna. Aber ich habe Rekorn erkannt, okay? Ja, das war es denn. Ey, Rekorn? Schreib mal rein, das ist doch Bautzener Senf. Ey, was wollen die von uns? Ist Hammer. So, ich mache jetzt aber halt Rekorn im Detail zu malen. Also, ich kann überhaupt noch nicht mal einen Hund so richtig malen. Und dann auch noch Rekorn daraus zu holen. Das ist das Next Level. Der ist mir nochmal untergekommen. Wir gucken mal, ob der jetzt gleich auf. Ja. Also nicht ein Hauch, eine Ahnung, wie das. Oh Gott, keine Ahnung. Sorry, Blackout. Ja, ich glaube, Foto schreibt man anders, aber. Ja. Ey, guck dir meinen perfekten Kreis an, oder? Fliegt durch einen Hula-Hoop-Reifen. Ja, perfekter Kreis, du. Ja, ist sehr gut. Ist sehr gut. Ist doch gut. Okay. Oh, das ist ja geil. Da habe ich das Füllwerkzeug verstanden. Wo ist denn da oben der Affe, Florentin? Die Voodoo-Puppe habe ich gar nicht gesehen gerade. Gott, ich dachte erstmal, was ist das, eine komische Rakete, die traurigste Rakete der Welt. Gott sei Dank ist das ein Spiel ohne Punkte. Florentin fährt Bull-Banane auf der Komm schon, ey.
Reeperbahn. Auf Bananenboot fährt zur Versammlung. Ja, das fand ich aber gut. Aber gut, dass meine einzige Charaktereigenschaft dieses T-Shirt ist. Ey, ich hab sogar auch. Der kennt mir sofort. Toast-Shirt, sofort klar, wer es ist. Er ist nicht im Haus, oder was, Valentin? Nein, Häuser können nicht brennen. Ich brauchte irgendeinen Hinweis auf Florentin. Oh, wow. Danke, Valentin. Oh, dass ich mag den Fukuhila. Danke, dass ich mehr bin als nur ein T-Shirt. Danke, Valentin. Ey, man hat nicht viel Zeit gegeben. Nein, das haben keine Kerne, zum Glück. Oh. Das ist doch keine Situation, Florentin. Das ist ein Aus. Das ist ein Satz. Gefühl. Ja. Aber eine gute Antwort. Ich liebe die jetzt Figuren einfach. In Stücken. Jetzt kommt mein Bild, Leute. Wie geil ist es? Nee. Das ist ein Nutshot. What? Ja. Also das ich sehe, du hast das Dreieck-Tool verstanden. Ich habe das Dreieck-Tool verstanden. Ey, du darfst keine Sätze schreiben, Fabian. Keine Wörter haben wir gesagt. Ich habe geschrieben. Das ist ein Wort. Ich esse gern Ananas in Stücken. Wie soll ich das machen? Die Emotion muss ja irgendwie vertont werden. Und wieso glaub, ist guck mal, meine Emotion wurde nicht vertont. Guck dir das mal an. Ja. Oh Gott, okay. Du kannst da nicht. Ja, die Fahr. Es ging zu viel. Oh! Sehr gut. Oh Gott. What the fuck? Oh! Oh! Hey, wie ihr das alle kennt? Sorry. Du hast die Socke in den Mund gemacht. Ja, ich dachte, ja klar, wo hatten wir sonst Socken? Was ist das für ein Schaftier? Schaftier ist gut. Schön, okay. Ja, aber ich finde gut, jeder Hund ist jetzt auch automatisch Rekord. Ja. Also, ja, das stimmt. Okay, geil. Wir waren alle thematisch in ähnlichen Ecken unterwegs, muss ich sagen. Also ja. das war auffällig. Doch, Rickon taucht immer wieder auf und Senf war auch ein sehr wichtiges Thema. Nicht schlecht. Mhm. Okay. Ja, wir sind gut synchronisiert, glaube ich. Auf wir sind jeden. Ein gutes Team. Mhm. Ich hau jetzt gleich die nächste rein. Okay. So, jetzt mal was ganz Schwieriges, oder was? Boah, das wird jetzt so richtig schwierig. Das ist ein Kreativprozess, visualisiert mal. Oh Gott. Das mal. Oh Leute. Oh, wie soll ich das machen? Also ich habe was Einfaches genommen. Ich habe auch was Gutes. Also nee, okay, ich das kann er nicht malen. Dann hast du wahrscheinlich meins. Wir sehen uns morgen halt. Wie schlecht ich auch einfach Menschen malen kann. Ja, ich bin einfach dumm. Das, was wichtig ist, mache ich ganz klein immer. Darf ich zu Recherchezwecken einmal kurz auf die Bodenseite gehen? Ja, klar. Klar, ja, ne? Klar, dass Florentin das erlaubt, ja, klar. So wichtig ist immer hier natürlich verschieden. Oh, ich bin dumm. Die englische Tastatur! Slash! Aus. Hier ist natürlich immer so ein bisschen Schattierungen mit reinzubringen, da so ein bisschen die verschiedenen. Keine Ahnung, wie das aussieht. Benutzt mal nicht so komplizierte Sachen, bitte. Okay. Nein. Ach, man muss das einfacher malen. Das ist der Trick. Das ist der Trick. Oh Gott, wie geht das denn? Leute, ich hab's jetzt raus, der Trick ist einfach malen. Mhm. Ja, genau, das stimmt. Nee, das ist ein bisschen missverständlich, glaube ich.
Nee, das ist noch missverständlicher. Oh Gott. Nee. Oh nein. Okay. Bin noch nicht so weit. Oh, es ist eine Katastrophe. Wenn mein Kunstlehrer mich sehen könnte. Was soll ich zu sagen? Strichmännchen. Liebe Grüße an meinen Kunstlehrer. Mhm. Hast du dich gut verstanden mit dem? Hat euer Kunstlehrer auch immer in euren Bildern rumgemalt und ja. Man denkt sich so, what the fuck? Ja, ja, richtig schlimm. Ey, das war die Hölle, Mann. Und er so, wie er immer davon ausgegangen ist, jetzt wäre das okay für mich. Also, ja klar kannst du da noch eine Lilie reinmalen. Was bedeutet das? Was? Wie immer ein Element eine andere Farbe hat, ohne Grund. Einfach mal verschiedene Farben auszuprobieren. Oh Gott. Oh Gottes Willen. Wer hat sich das denn ausgedacht? Okay. Nehmt mir das jetzt echt nicht übel, Leute. Manchmal muss man Leute von euch zeichnen und das ist nicht persönlich gemeint. Ich gebe mir jetzt richtig Mühe. Mit dem Werkzeug ist das richtig geil. Nein. Ach nee. Okay. Also das Füllwerkzeug habe ich so halb verstanden. Ja. Ist immer gefährlich. Ah, ich halte mich manchmal aber auch an sinnlosen Details auf. Ist hier zu viel Arbeit, die ganzen zu zeichnen. Ich habe ordentlich angefangen, aber jetzt wird es ein bisschen. Jetzt nur noch Krickelkrackel. Ja. Bitte seid nicht böse, Leute. Huch. Aber da hat die. Scheiße. Ich geh all in. Nein, ich bin dumm. Was soll wieder ich zurück, machen? Ich geh wieder raus. Ich nehme alles zurück. Ich geh kein Risiko ein. Nein, das ist ja nicht. Aber man muss sich überlegen, was ist einem wichtiger? Klarheit oder Demütigung? Für was hast du dich entschieden? Das ist eine gesunde Mischung, finde ich. Okay. So ein bisschen mehr Zeit wäre geil. Ja. Naja, aber das geht. Oh, ich bin ganz zufrieden. Ja, ich auch. Für mich mein krassestes Bild. Okay. Ach so. Wo ist das englischen Tastatur? Oh, du bist im Webstudio, ne? Ah, ich kenne das, Fabian. Das ist das Schlimmste. Ich habe ganze Rust-Abende an dieser fucking Tastatur verbracht. Es ist die Hölle. Ach du meine Güte. Wie soll man Emotionen malen, Leute? Das kann doch nicht euer fucking Ernst sein. Mein Gott, hat man doch auch hingekriegt.
Ja, gut, das ist natürlich. Manche Begriffe sind natürlich leichter zu bezeichnen als andere, ne? Ein bisschen das Phänomen. Mhm. Spielt ihr manchmal auch mit der Dicke des Stiftes? Ja. Nein. Mit der was? Ich ja schon, ne? Das ist ein super Tipp, das mache ich ab jetzt. Ich nur empfehlen. Auf einem Perspektiven sind einfach der Geißel der Menschheit. Ja. Ja, wie macht man das? Ich weiß halt auch teilweise nicht, wie Dinge aussehen. Nee. Ich auch nicht, das scheint mir auch. Sind auch Orte, bei denen ich nie bin. Ja. Ja. Du meinst, du hattest so Probleme damit, die Reeperbahn zu zeichnen? Nee, die war perfekt. Die war perfekt. Nicht. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich da. Ja, gut. Es ist was. Es ist nicht nichts. Das, glaube ich, kann ich sagen. Something. Ich will das doch nur noch mal. Ja, hier. Also es ist exakt das, was da steht, was ich, glaube ich, hier gemalt habe. Naja. Ja, noch ein Strich, bitte, bitte, Uhr. Oh, auf ein Bild bin ich besonders nicht stolz. Kann ich ein Bild zurücknehmen? Rückwirkend. Möchtest du dich nachträglich davon distanzieren? Ja. Ja. Können wir schon mal eine Pressemitteilung aufsetzen, bitte? Puh, Leute, okay. Mir wird hier warm. Oh, jetzt geht man mit Johanna los. Es geht los, ja. Warum hat Johanna eine Krone? Hat sie gewonnen beim letzten Mal, oder was? Wir gewinnen alle Fun. Sie ist der Host. Sie startet das Spiel. Starte jetzt. Okay. Johanna. Eine Giraffe mit Hut passt nicht durch eine. Normale. Genäht, ne? Wow. Was ist denn Giraffe, Mann? Was ist denn das? What? Sieht wie ein Dalton-Bruder aus. Was ist denn wirklich? Giraffen sind schwarz-gelb. Giraffenbiene. Giraffenbiene. Punktet. Giraffenbiene. Warum an die Flügel? Weil eine Giraffenbiene verlangt wurde. Ey, gerade du mit deinem ist nicht Gleichzeichen. Das, raus damit. Raus damit dem Zeichen. Das funktioniert nicht. Und warum ist es traurig? Ja, weil es hasst. Ja, Flori. Aber die ist sehr süß. Okay. Die Giraffenbiene gefällt mir echt gut. Flori, die denkt, dass es bei dem Zebra ist. Das muss ich gleich den Lucky Luke herausfordern. Leute, sorry, aber... Naja. Ach, stimmt, die haben mehr Flecken, ne, als Streifen. Stimmt. So, jetzt bin ich gespannt. Du hast sie mit Zebras assoziiert. Guck dir das mal an, wie ich es interpretiert habe. Der Typ behauptet, er wäre richtiger Pumper. Hat Köpfe kurz nicht schlecht. Auf Fuß gut. Oh, der Crash finde ich gut. Den Crash finde ich gut. Das ich gut. In Bewegung. Was? Okay, weiter. Ja, Lappen ist nicht ganz so leicht darzustellen. Das ist ein guter Lappen. Wieso ist das denn ein Lappen? Das ist doch ein definierter Oberschenkel da. Aber das ist ja mal der Endgegnerbegriff, oder? Lügen haben. Mal meine Lüge. Ja, gut. Ja, mal meine Lüge, Mara. Naja, deswegen war ich ja gespannt, was dabei rauskommt, wenn ich dieses fantastische Sprichwort hier schreibe. Aha, das stimmt. Glas Milch kippt in Tastatur. Das kriegen wir hin, oder? Johanna hat den feinsten Pinselstrich, habe ich das Gefühl. Sehr gut. Das ist ja sehr gut. Auf die Tastatur gefallen. Ja! Ist das mir für mich? Ja. Und da kommt Krane. Wasser auf der Tastatur. Ach, da hättest du dir eine Kugel gewünscht, ne? Ja. Oh no! Ja, die Milch ist verschütt gegangen währenddessen, aber im Prinzip hat es ungefähr bis zum Ende geklappt. Absolut solide. Im wahrsten Sinne des Wortes, Valentin. Absolut. Ist verschütt gegangen. Ja. Und gerade diese Emotion. Ich wollte mal was Einfaches wählen. Das hat auch geklappt. Den Test haben wir jetzt. Drei Ausrufezeichen. Okay. Ey, geiler Käse auf jeden Fall. Wünscht sich Baguette, Käse und Tomaten. Ja, kommt hin. Ja, wie wünschen wir einen? Bergsteiger-Tennis. Oh, den Käse habe ich vergessen. Geil. Okay, das mit dem Denken haben wir aber alle übernommen, krass. Ja. Stimmt. Ja. Nicht schlecht.
Ich lebe in einer Torte. Oh. Ach du Scheiße, das war's. Ein Stripper? Ja, aber das habe ich auch gemacht, weil die in einer großen nicht im Haus. Geil. Ja, das soll eine Torte sein. Ungleich. Oh, okay. Sehr süß. Das Ungleichzeichen ist wieder da. Ja. Und happy. Wow. Also hier haben einige Leute Tools entdeckt. Krane entdeckt das Geometrie-Tool. Aber sorry, Valentin, ich bin verliebt in deinen Menschen in der Torte. Wie niedlich der aussieht. Was ist das für ein Kopf? Sind das die Beine oder sind das die Arme? So ein kleiner Dino. Aber hier ist positive Stimmung. Geht hier durch. Hier ja, schön sich bunt. Gelacht. Muss genau. Immer schön bunt und happy. Sein. So, ja. Ich habe noch Fragen zu dem, was jetzt kommt. Valentin ist bei einem Sushi-Lauf. Was? Ja. Was ist los mit dir? Wie soll man das zeichnen? Ach, Valentin, oh Gott. Oh nein. Johanna betrinkt. Der Typ ist blond. Es tut mir so leid. Ich hab mir sowas schon gedacht. Betrinkt sich ordentlich und Florentin meint schön Trichter. Aber dass du dich selber nicht erkennst, Johanna, finde ich jetzt enttäuscht. Ja, ich hab's mir schon befürchtet, aber das wollte ich nicht annehmen. Schön. Ah, wie gut. Gut. Hier hätte es jetzt noch weitergehen müssen eigentlich an der Stelle von Valentin. Jetzt wäre ich wieder interessiert, was jetzt passiert. Ja, finde ich gut. So. Aber ich glaube, jetzt sind wir drin, oder? Jetzt haben wir alle Tools entdeckt, jetzt haben wir das Ungleichzeichen mal verbannt. Jetzt können wir auch das Schwierigkeitslevel ein bisschen anheben, oder? Hey, das Ungleichzeichen ist der Wahnsinn. Das an. Okay. Ich habe es auch schon einmal benutzt, unabhängig von Kran. Das ist echt gut. Okay. Mhm. Los geht's. Kann ich dir empfehlen. Okay. Okay. Oh, ich kann. Ich will euch nur noch leiden sehen, wirklich. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, einfach nur noch unmögliche Begriffe zu machen. Ja, bitte? Rocket Beans, guten Tag. Rocket Beans Entertainment GmbH, hallo. Kann ich hier ein Praktikum machen? Oh Gott. Oh, Leute. Boah, was? Es bildet sich ein Trend ab, glaube ich. Ey, können wir Personennamen weglassen? Ja, das haben wir auch gedacht. Das ist gemein. Aber wir kennen uns doch alle. Okay, hier ist ein Wort. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Oh, wie malt man denn das? Ich weiß nicht. Vergiss es. In meinem Kopf sehen wir alle gleich aus. Fair fucking giss es einfach. Vergiss es. Gut, dass es Geometrie gibt. Ich hasse Geometrie. Ja, Leute, ich war noch nie so lost, muss ich ganz ehrlich sagen. Also in meinem ganzen Leben noch nie. Also. Noch nie? Mm-mm. Bis jetzt hatte ich alles immer fest im Griff und unter Kontrolle. Nein. Das ist nicht machbar. Doch, doch. Ey, das ist wie, boah, Perspektive. Ist es schon das Unwort 2021? Ja. Perspektive. Ja, scheiße. Wie sieht sowas aus? Oh Gott. Ja. Das sind manchmal die einfachsten Gegenstände, die es unmöglich machen zu... Man darf ja keine Wörter schreiben, ne? Nein. Tja, dann... Sorry, Leute, ich muss kurz das googeln. Hier wird nicht gegoogelt. Okay. Nein! Nein! Bei mir kommt überhaupt nichts raus. Nee, bei mir auch nicht. Das ist eine Katastrophe. Ich entschuldige mich bei allen. Das erkennt wirklich niemand. Ja, ich auch. Nee.
Gott. Shit, ich bin dumm. Ich bin leider zu dumm. Nicht begabt genug. Dafür hast du andere Fähigkeiten, Florentin. Oh Gott. Fuck, der letzte Strich jetzt noch retten können. Bist du dran, diese Szene zu beschreiben? Meinen die denn da? What? Ja, keine Ahnung, ey. Keine Ahnung. Läuft die Zeit doch immer so extra schnell ab. Boah. Ja. Was? Leute, jetzt kommen Hashtags oder was? Geht's euch? Also. Hier stehen zwei Wörter hintereinander, die ich niemals verbinden kann. Es geht nicht. Ja, das ist also der Satz. Der Satz macht gar keinen Sinn. Gestellt. Hast du, steht da bei dir irgendwas mit Fabian und Malskills? Nee. Nicht schlecht. Das macht keinen Sinn. Gott. Nee. Nee, brech mal ab. Nee, wir brauchen eine Intervention, Leute. Abbruch. Code Red, ihr wisst Bescheid. Wir brauchen eine Intervention. Das geht zu weit. Absolut. Okay, es sieht halt aus wie ein Gefängnis. ja, gut, klar, kann man machen. Dieser Satz macht so keinen Sinn. Naja, gut. Hab mal meinen Satz. Scheiße. Hassen wir uns danach alle? Nein. Was bei Gartic Phone passiert, bleibt bei Gartic Phone. Ah, okay. So. Nee. Wenn man was Sachen drehen könnte, das wäre so geil, ey. Oh, ich habe zum ersten Mal den Hauch einer Perspektive hinzugefügt. Schön. Wow. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, du wirst so enttäuscht sein. Diese Sätze werden immer komplexer, habe ich das Gefühl. Ja. Das Next Level Shit hier. Das ist nicht mal ein deutscher Satz, den ich da habe. Der macht irgendwie gar keinen Sinn. Nur Sonderzeichen. Oh, fuck. Ah, okay. Ich hab die ganze Person in meinem Bild vergessen. Wow. Ich glaube, ich habe deins, Fabian. Also, was das ist, ist nicht. Johanna, viel Spaß, ja? Nee, das. Du verwendest schon illegalerweise Buchstaben und mir sagen sie gar nichts. Und ich kann eigentlich lesen. Eigentlich lesen. Oh, ich bin echt gebrochen. Ich krieg nichts mehr aufs Blatt Papier. Jetzt weiß ich, wie sich so ein Künstler fühlt. Ich hab so eine Malhemmung. Hey! Oh! Mein Satz wurde abgebrochen. Es tut mir so leid. Ey, das sind doch keine deutschen Sätze. Was ist denn das hier? Das macht wirklich keinen Sinn, was ich hier gerade bekommen habe. Hat sich jemand reingehackt? Oh, nee. Alter, hier werden jetzt so Formen ausgepackt, ich sag's euch. Wie sieht denn sowas überhaupt aus? Ich möchte das nicht malen. Boah, wird aber besser mit jedem Bild. Noch 100 Bilder und ich kann mich Künstler nennen. Ich hab das Gefühl, ich fühle mich, dass ich fühle mich, als würde ich abbauen. Ich fühle keinen Progress bei mir. Ich
Ich verwechsel mal Radiergummi mit ausfüllen. Okay. Ach, fuck. Gut, meins muss ja eh keiner mehr erraten. Das stimmt, das ist das einzig Gute. Ja, ja stimmt eigentlich, ja. Ne? Aber das ist oft das Beste. Du, wenn kein Druck ist. Ohne Druck malt der Künstler auch die besten Bilder. Weißt wirklich? Du? Wenn es nicht heißt, komm hier, ne? Von einem roten Pferd, kannst du da noch mal einen machen in dem Stil? Nee. Oh, ich bin stolz. Einfach, wenn es aus dir selber kommt. Ich glaube, das drucke ich mir aus. Sehr schön, Grane. Dann kann ich jetzt ja noch ein paar Details machen. Schuhe zum Beispiel. Gott, oh Gott. Ja, mein Gott, bringt doch nichts. Guten Tag. Ich bin so schlecht. Okay, ich bin sehr gespannt, was das war. Wow. Denn die Dinge, die ich am Ende hatte, hat höchstwahrscheinlich niemand so aufgeschrieben. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Es tut mir schon leid. Okay. Also das wird interessant jetzt. Okay, ich starte einfach, oder? Das bringt ja nichts. Nee, die Rechtfertigen machen wir alles am Ende. Angucken müssen wir es. Ja. An Tatort, draußen, hat die Polizei... Draußen. Jetzt verstehe ich das da oben mit dem Zielkreuz. So, Valentin, das ist ein Busfahrer für zielgerecht. Zielgerecht? Also gut gemeint, oder? Aber der ist geil. Der nicht schon wieder. Sehr gut, aber den Föhn erkannt. Sehr gut. Ja. Was? Krane, wir müssen dir auch das Geometrie-Tool wegnehmen. Ja, nee, das ist zu lächerlich. Vor allem, ja. Ist gleich Zeichen, ist der Busfahrer jetzt plötzlich. Krane. Vor allem, du verschwendest zu viel Zeit. Das sind doch nur 4 Quadrate. Wieso brauchst du dafür so lange? Das ist alles? Das ist eine gute Frage. Und also in den Föhn ist wenig alles? Liebe geflossen. Ja. Sorry, Leute. Ich mache ein Selfie mit Sphinx. Oh, ja. Ich weiß offenbar nicht, wie das aussieht. Mhm. Ach, da rechts ist die Sphinx. Wie sieht denn die Sphinx aus? War das mit Perspektive gemeint, Valentin? Einfach ein Strich, oder? Ja, der zweite Arm. Aber können wir nochmal die Sphinx anschauen? Ich finde, die ist absolut genailed einfach. Die ist mega. Das ist die Sphinx hat keine Nase. Ja, ich wollte, dass die abgebrochen ist. Ach, Leute. Sehr schön. Schön, sehr gut. Scheiße. Solide. Das ist gut geworden. Aber ziemlich durchgängig eigentlich. Ah, Valentin war das. Ja, keine Ahnung. Ja. Oh, schön. Das ist gut. Mara ruiniert die Richtig, wow. Ja, und jetzt Fabian. What? Oh Gott. Sind Bücher, oder? Ja. Scheiße. Wie cool. Ey, aber wow. Krane, du hältst dich an keine Regeln. Keine Wörter. Keine Wörter. Das waren einzelne ISBN. Buchstaben. Ich weiß eh nicht, was das bedeutet. ISBN sind Büchernummern, oder? Ja. Du entwickelst dich in eine ganz kritische Richtung. USB-Stick meinst du, oder was? Ach, egal, scheiß drauf. ISBN, USB ist alles dasselbe. Und wo ist Mara? Ja, wirklich. In den Auto, dank gepinkelt. Ah, die ganzen Personen, also, ey, das ist ja furchtbar. Ach, das muss Florentin sein. Ja, und eben, mich der kann Krane man sieht ganz man, klar oder? Erkennen. Im Benzintank. Andere Person schaut zu. Benzin! Yes. Freihändig. Ah, nice. Oh. Ah, das ist ja der Hammer. Das Korallenrestaurant läuft nicht ganz so gut. Oh, okay. Aber guck oh mal. Mann! Nee, was Fabian, sorry, so kann ich nicht arbeiten. Das ist eine Katastrophe. Ey, das geht nicht, Fabian. Intervention. Es regnet raus. Ich dachte, vielleicht
verdunsten oder so. Aber damit kann ich. So, wow, Valentin. Wie soll ich das denn machen? What? Ja, explosiver Regen. Aber ich mag es, wenn die Verwirrung der Spieler Einfluss nimmt auf die Bilder, dass plötzlich die Leute in den Bildern auch verwirrt sind die ganze Zeit. What? Nee, stimmt. EA-Regen. Schwierig. Korallenrest, sorry, nee. Nee. Korallenrest, komm. Ein Waschbär klaut das Mittagessen von Krane und wäscht es. War kurz ja. Ein Waschbär, aber ja. Darum doch nicht mehr. Waschbär? Ich dachte Brettspiel. Ich hab Waschbär gedacht als erstes. Ich nach einem Leibbrot. Leibbrot. Ich war bei Tier und Wühlen schon verloren. Katze bedient sich im Mörchen. Ich wollte Korb noch schreiben, aber er hat es nicht mehr gegangen. Oh, die kleine Pfote. Einfach das Mindeste. Wie die ihren Fuß ausstreckt. Das Minimum geleistet, war die Team. Sehr süß. Also wollen wir jetzt mal Regeln machen? Ich würde sagen, wir haben unser T-Shirt-Motiv, oder? Also, da ist es doch. Zaghaftes Pfötchen. Ja, okay. Du willst die Regeln ändern? Krane raus, oder was? Ja. Ja, hat der Chat auch schon geschrieben. Kann ich jetzt nehmen, oder wie? Permaban für Krane. Wie, was hast du gesagt? Keine Personen jetzt im Umkreis, also jetzt keiner von uns nehmen, weil schwierig zu zeichnen, oder wie ist ja. Das? Weil ja. Da haben sich einige beschwert. Nein, keine konkreten Personen. Ja. Außer vielleicht dann Berühmtheiten kommt halt einfach 10 Minuten vor Ende der Show um die Ecke. Naja, wir mussten erst noch eine Runde ohne Person. Ja, wahrscheinlich ist es auch die letzte Runde, oder? Wir gucken mal, wie es läuft. Okay, habt ihr alle schon was? Ich weiß nix. Ich weiß gar nichts. Okay, Krane. Okay, los. Achso, oh, das war's noch gar nicht. Dann jetzt mal so los. Oh fuck, ich hab das falsch. Ich kann aber arbeiten. Jetzt noch eine leichte Runde, oder? Leichte Runde nochmal. Ist eine Wohlfühlrunde, oder? Ja, ich mach noch ein bisschen, ich mach noch ein paar Zusatzinfos am Rand. Eine lockere Wellnessrunde. Okay, jetzt nochmal. Voller Fokus. Mhm. Volle Kontrolle. Ja. Okay. Ja, gar kein Problem. Okay. Ja, da haben wir schon Erfahrung gehabt mit diesem Themenbereich, das kriegen wir hin. Ja. So, jetzt. Mein guter Freund, die Perspektive. Darf man Buchstaben machen? Ja, aber keine Wörter. Und ISBN ist ein Wort. Was auch übrigens komplett fehlplatziert war an der Stelle. Das sowieso. Ja. Okay. Oh nein. Oh Gott. Ah ja, man kann ja auch. Warte mal, wie kriege ich das jetzt hin? Oh ja. Man kann auch Sachen so klein malen und dann nochmal vergrößert daneben, weißt du? Mhm. Das ist ein Pro-Tipp von mir, von dem Treibgarting-Phone hier professionell auch. Mhm. Ich mache da Speedruns drin. Mhm. Mhm. Ich bin bald bei Speedrandale in Gartic Phone. Deswegen kann ich da ganz gute Tipps geben, wie man da gut dran ist im Spiel. Mhm. Oh Gott, ich mach's, glaube ich, schlimmer.
Das ist immer der, oh nein, der Fehler, ey. Der nimmt die Ecken aber auch nicht an für das Füllmaterial. Ja, egal, schwer zu erklären. Save it, Florentin. Save it, ja. Für die Nachbesprechung. Ja, zweieinhalb Stunden Nachbesprechung in der Redaktion wieder. Auswertung. Schnell noch einen. Ich denke immer intuitiv, dass wenn das Telefon klingelt, dass dann. Ich auch, ich höre auf zu malen immer, obwohl ich es gar nicht wüsste. Ich bin viel zu brav, was das angeht. Nein. Ah. Oh Gott. What? Das muss ich auch googeln. Kane und gut in Spiele, das ist, was man eigentlich nie hört, schreibt so Raid. Aber stimmt doch gar nicht. Okay. Easy. Bis jetzt ist leicht. Ja. Bis jetzt ist leicht. Geht? Mittel? Ja. Oh, das ist. Okay. Das kriege ich hin. Ich versuche jetzt mal die Reihenfolge zu beachten, in der ich Dinge malen soll. Weil sonst malt man was und dann ist irgendwas obendrauf. Ja, Reihenfolge ist echt key. Also hier in dem Metier bin ich zu Hause. Bis ich herausgefunden habe, wie ich es angehe, ist immer schon die halbe Zeit vorbei. Ja. Alter, das erkenne ich ja noch nicht mal selber. Du musst es ja auch nicht erkennen, weil das ist der Vorteil. Das ist der Schlüssel, ja. Stimmt, das ist der Key. So. Okay, da kann sich keiner beschweren. Doch. Beschwert sich jetzt schon. Aber vorsorglich. Och nee. Ah, nein, ich mach's schlimmer. Ich glaube, ich mach's schlimmer. Mach ich's schlimmer? Perfekt. Ich bin durch. Nein. Nee, warte mal. So? So? Ich bin froh, dass ich nicht zu sehen bin. Ich mache beim Zeichnen, wenn ich mich konzentriere, geht die Zunge raus. Ist das bei euch auch so? So ein bisschen wie bei Etienne Gade, oder wie? Wenn der angestrengt. Das ist, weil die Zunge mit der Handnerven verbunden ist. Wirklich? Ja. Deswegen. Kannst du dann auch mit der Zunge deine Hand kontrollieren? Ja. Oder wenn deine Zunge sich konzentrieren muss, dann wackelt die Hand, oder wie? Ja. Oh nein. Also das Spiel ist aber auch nur für Schnellzeichner entworfen. Ich weiß ja nicht, was ihr habt. Ich bin schon fertig. Ich könnte schon gehen. Muss ich noch warten, bis ihr auch fertig seid. Ich hätte aber auch einen wirklich einfachen Satz. Ah, shit, mir fehlt das Topping. Oh. Lass zurückgehen. Ich nehme diesen Begriff nicht an. Ich nehme dieses Bild nicht an. Oh. Oh, ich glaube, ich müsste das erkennen, was das ist. Ich sehe ein Wort, Leute. Ich sag's, wie es ist. Was? Gelb, blau. Was? Ist kein Wort. Ich erkenne fucking Krane immer am Cheaten, ey. Ja. Nein, das darf man nicht. Das darf man nicht. Ich verstehe nicht, was da steht. Wie komplex. Was? Das kann doch niemand malen. Noch nicht bei Bob Ross würde es schaffen. Ah, scheiße. So. Keine Ahnung.
So. So, jetzt reicht's. Ja, Leute, das ist geil. Das ist geil. Ich bin auch so dumm. Nee, das funktioniert überhaupt nicht so. Wie ist die Welt eigentlich? Rund. Kugel, ja? Kugelig. Nee, komm. Weg damit. Nee, das kannst du vergessen. Ah, die Runde hat gut angefangen, aber gegen Ende wurde es katastrophal. Absolut katastrophal. Ich musste mir einen von Kranes fiesen Tricks ausleihen, um diese Runde zu bestehen. Ich hoffe, ich werde dafür nicht verachtet. Schreibt's mal in die Kommentare. Du bist echt ein schlechter Einfluss, Krane. Die ganze Klasse wird unruhig wegen dir. Ja. Aber so Leute muss es halt auch geben. Kann ja nicht alles immer nur artig und brav und cool sein. Ich freue mich auf eure Bilder. Mhm. Auf eure schönen Bildchen. Okay. Jetzt geht's um alles. Letzte Runde. Wie viele Homeruns schaffen wir noch? Okay, los. Ja, das war einfach. Zucker und Salz verwechseln. Oh. Aber... Und Gefahr und I. Seit wann kommt Klammern vor? Ich hatte doch Platz. Du immer mit deinen Klammerwörtern. Wenn man zu viel Salz isst, dann ist es gefährlich. Das ist nicht gut. Was sehr ist gut das? Ist Kann man das? Ja. Das soll doch keine Suppe sein. Sehr abstrakte Suppe. Also. Alles freihändig von nun an. Also dafür hattest du anderthalb Minuten oder was? Gerade, das ist Arbeitsverweigerung. Das kann nicht wahr sein. Das ist wirklich Arbeitsverweigerung. So geht das nicht. Arbeitsverweigerung. Schnell einen blauen Brief nach Hause. Das fand ich sehr gut. Und? Das ist 10 Meter hoch? Ja. Ich schwitze, ich wollte 1000 malen, dann war die Zeit vorbei. Sehr hoch. Oh, ja. Ja, na ja. Ja. Leute, Klammern verboten ab jetzt. Klammern verboten. Das sind. Aber es ist Klammern auch verboten. Nicht schlecht. Aber der Eiffelturm hat überlebt. Ach, ist das eine Lupe? Ja. Ja, das ist der Kransche Lupentrick. Ah. Ja, genau. Ja, das ist echt gut. Gut. Er ist echt gut. Den gucke ich mir ab. In Hotline-Warteschleife. Oha! Ah. Leute, das ist richtig das ist gut. Das ist ein guter Satz. Das ist ein guter Satz. Und da wieder die Lupe. What? Das Lupe. Telefon. Schläft beim Telefonieren ein. Ja. Das war richtig gut. Auch richtig ein rotes gut. Telefon. Geil. Ja. Johanna, oder? Wo ist das denn Maulwurf? Ich weiß jetzt erst, dass du, das ist eine liegende Person. Ich wusste das nicht. Warum ist das ein Maulwurf? Aber das finde ich ganz niedlich. Aber hier ist Maulwurf. Aber ihr müsst euch schon festlegen, dieses oder. Ja, eingeschlafen oder tot. Aber Maulwurf. Der Maulwurf war auf dem Mond. Oh, komm. Ah, ja, okay. Oh, das finde ich gut. Der Mars-Rover. Ja, das ist natürlich schwer auseinanderzuhalten. Deswegen habt ihr auch gesehen, so Mondrover. Hammer! Oh, wie cool! Oh Gott, auch mega gut. Auf Planet vor AKW. Oh, kein AKW! Das ist die Landefähre. Weil ich finde es gut, dass noch jemand auf dem Rover reitet. Einfach nur zur Sicherheit. Der ist. Wie süß der ist, der Raumschiffmann, der Astronaut. Das ist echt süß. Astronaut. Der Raumschiffmann. Das ist die größte der Früchte. Oh, da bin ich sehr stolz drauf. Oh, nice. Das geil. Cool. Nice. Diana ist die beste Frucht. Geil. Cool. Ja, gelbe Birnen mag ich auch sehr gern. Mhm.
Person findet Birnen einfach klasse. Kleiner als drei. sehr gut. Schön. Tolle Feel-Good-Runde. Das ist richtig gut. Das ist gut. Das hat es eigentlich bis zum Ende überlebt. Also aber ja? Die coole Birne ist Hammer. Gerade gezeigt. Aber also das, wenn das nicht ein T-Shirt wird, weiß ich auch nicht. Das finde ich richtig gut. Nashorn rammt Auto. Jäger fliegt durch Windschutz. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Also, ich weiß nicht, wie ein Auto aussieht. Nashorn ruiniert Safari. Ah ja, also. Nimmt den Stiefel nicht an. Nehme den Stiefel nicht an. Zeig dir einen Stinkefinger. Wildschwein. Wildschwein. Sehr schön. Geil. Aber Mara hat gemogelt, sie hat ein Wort geschrieben. Ja, ja muss gut. Ich auch sagen. Ja. Nö. 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 Sehr gut. Kino Plus steht in den Startlöchern, glaube ich. Wow. Super. Aber gute Runde. Es gab Höhen und Tiefen. Mehr Tiefen als Höhen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es war eine schöne Runde. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Einige der besten Künstlerinnen und Künstler der Firma zusammengetragen. Sehr schön. T-Shirts könnt ihr ab jetzt kaufen im Rocket Beans TV Shop. Da sind einige Motive zusammengekommen. Und ansonsten habt noch einen schönen Abend. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Dankeschön an Johanna, Mara, Valentin, Krane und Wirt. Ciao. Ciao, macht's gut. Tschüss. Tschüss, Wochenende. Tschüss. Bis bald. Ciao.